Das hier ist unser Gästezimmer und ich hätte hier gerne für die Wand eine geile Farbe und so ein Holzlattenverkleidungsding. Kennt ihr das? Das Bett ist das einfachste IKEA-Bett, was wir uns zugelegt haben, weil wir spontan Besuch bekommen haben, den wir nicht zumuten wollten, auf dem Boden zu schlafen. Es ist aber das perfekte DIY-Ausgangsmaterial, weil es ist echt total plain und simpel. Also ich würde gerne hier das Headboard einfach abnehmen und unten absägen. Und den Teil schwarz. Hier an der Wand so Holzlatten dran machen und den Hintergrund irgendwie in einer coolen Farbe streichen. Die erste Schwierigkeit ist jetzt, dass wir hier Holzlatten herbekommen. Und so reguläre Holzlatten kaufen macht, glaube ich, keinen Sinn, weil die sind immer krumm und schief. Also brauchen wir ein Holzbrett, was wir auseinandersägen können, was lang genug ist, dass es hier unter die Decke passt. Also länger als 2,40. Ja, dann gucken wir mal, ob der Baum das hat. Genau. Diese Lampen hier, die sind nämlich krumm und schief. Ich glaube, ich kann jetzt mal zeigen, mit ein bisschen Abstand. Also, das wird nichts. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wandered in there, I've been living down on my knees. I said, come on, lock me up, lights out whenever you want, phone calls through the glass. Ich habe für die Wandfarbe verschiedene Tester, weil ich ursprünglich dachte, ich mache das so in einem Dunkelgrau. Dann dachte ich, mit dem Bett wird es da vielleicht zu dunkel. Jetzt haben wir auf jeden Fall verschiedene Grautöne und einen so einen Hortensienton und werden das mal antesten, was am besten aussieht. Das hier ist eigentlich mein Favorit. So ein kleiner Pinsel drin. Schöne Farbe, ne? Das ist Manhattan. So, wenn man das jetzt so zusammen sieht. Also das sieht schon toll aus, aber ich glaube fast, das reicht und sieht eleganter aus, was einfach nicht so extrem knallt. Und das ist schon relativ dunkel. Guck mal, wie es trocknet. Auf jeden Fall nehmen wir die jetzt noch. Das ist Dreamy. Dreamy Moon. Und dann habe ich mir noch so ein Rosé mitbestellt. Mal gucken, Hortensien ist das. Ich weiß nicht, ob mir das dann insgesamt hier zu pinky wird. So, ich schneide jetzt ungefähr 3 cm breite Latten. Ich glaube, 3 cm ist ganz okay. Das stelle ich mir ganz gut vor. Sollen wir erstmal die Länge austesten damit? Ja, ne? Also wir haben ja Glück aus Verstand. Die Latte passt genau in diese kleine Kante hier oben rein. Also ist genau 1,8 dick oder so. Jetzt kriege ich es fast so gut rein, dass ich es gar nicht wieder rauskriege. Also brauchen wir sie genau 2,41. Also ich habe 2,40 zugeschnitten. 2,41 passt genau hier oben rein. Na dann, Latten schneiden, ne? Ja. Für das heutige Video arbeiten wir wieder mit schöner Bodenfarben. Die Wandfarben habt ihr schon gesehen, das sind schöner Bodenfarben. Wir haben uns jetzt für Manhattan entschieden und bestellt. Was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass schöner Bodenfarben auch Lacke macht. Und wir haben mit einem schönen Wohntechniker gesprochen, wegen dieses Betts, weil das ja so ein Laminatholz, also so ein laminiertes Holz ist und Metall darunter. Und der hat uns diesen Pep-Up-Lack empfohlen, Grundierung für Renovierfarben, für kritische Untergründe, steht hier speziell nochmal mit drauf. Das sind zwei Komponenten Grundierung und darauf kommt dann eine Farbe, die haben wir uns Anthrazit ausgesucht. Also ich glaube, anschleifen muss man es nicht, weil das so ein super gut haftendes Zeug ist. Aber innerhalb von 1,5 Stunden müssen wir es verarbeiten. Also würde ich sagen, nehmen wir die Matratze raus und sägen das Headboard ab, oder? Okay, das komm, dann läuft. Die 1,5 Stunden ab, zusammenmischen. Das dauert ewig. Aber gut, mal gucken. Ein bisschen mehr Geduld ist angesagt. Wir sind uns dann in 2 Stunden wieder. Willst du aber noch Tieflex nehmen? Nee, es geht eigentlich. Man kommt gar nicht schlecht voran. Es ist halt nur. Geht's noch? Ja, ja. Wir sind gerade auf die brillante Idee gekommen, dass man das ja einfach abschrauben könnte. Ja, ich habe es doch echt so liebevoll aufgebaut. Ja, darauf haben wir wahrscheinlich gerade gedacht, wir müssen es jetzt so lassen. Aber eigentlich ist es einfacher, wenn wir es abmachen und einfach unten einspannen, oder? Ja.
ist alles mega professionell und stabil gemacht hier. Aber bald, oder irgendwann, geben wir auch den Keller an und damit auch die Werkbank. So, dafür reicht es jetzt erstmal. Oder halt auch nicht. Hatte ich schon erwähnt, dass ich mich auf eine ordentliche Werkbank freue? Also so ein Scheiß hier. Vielleicht noch ein bisschen abschleifen, oder? Das sieht so klein aus. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir es auseinander oder... Ich habe das extra aufgebaut. Ich dachte, das wäre einfacher zum Lackieren, dass man es nicht in einem... Aber vielleicht können wir einfach die Metallteile unten abnehmen, also hier hinten sind sie eh schon ab, und dann das Teil zusammenlassen. Steffen sammelt schon immer alle erdenklich großen Sachen, die wir bestellt haben, genau für solche Zwecke. Das ist das Sofa, ne? Dann rühren wir das Zeug an. Das ist ein Zwei-Komponenten-Grundierungslack. Eine Lackgrundierung. Also wir kippen das zusammen und dann haben wir 1,5 Stunden, um es aufzubringen. Also das ist hier so halb voll, logischerweise. Das andere muss ja noch mit rein. Ah ja, okay. Und das ist der Härter. Gute Umrühren steht drauf. Countdown läuft. Ja, aber das sollte sich ganz gut ausgehen, denke ich. Richtig glatt die Füßchen vergessen. Wir machen das Ganze ja, wenn es auf Metall und auf Holz funktioniert. Das ist ganz gut, wenn wir das jetzt am Anfang machen können, die trocknen, dann können wir die vierte Seite als letztes dann lackieren. Weiß auf weiß fühlt sich gut, ne? Das sieht man so überhaupt nicht, was passiert. Es bleibt so stehen, bleibt nicht so stehen. Okay, die Grundierung ist trocken. Wir machen weiter mit Pep-Up in Anthrazit. Also Pep-Up ist Renovierfarbe für Möbeltüren und Küchenfronten. Eigentlich ohne Grundieren, das haben wir jetzt nur gemacht, weil wir hier Metall und eben dieses laminierte Holz haben. Aber die zeigen das hier so auf einer Kommode, kann man das auch direkt so verwenden dann. Das ist ja egal, wenn das Metall dort angemalt ist, ne? Die zweite Runde jetzt, das sieht richtig gut aus. So, ihr Lieben, Steffen ist unterwegs. Ich dachte, ich nutze die Zeit mal und klebe schon mal die Wand ab, damit wir die auch dann hoffentlich gleich morgen streichen können. Und das hier muss ich auch noch machen. Das steht hier jetzt seit Tagen. Die haben hier auf jeden Fall nicht abgemacht, bevor sie nochmal gestrichen haben. Klebt oben noch die Farbe dran. Das hier war jetzt ein ganz schönes Gefriemel, aber ich glaube, dadurch, dass wir hier diese tiefer gelegte Decke haben, kommt das mit der Farbe wahrscheinlich sehr schön raus, weil man natürlich keine Kante hat dadurch, sondern hier so einen kleinen Gap. Tschüss, Farbselektion. Hängt da mit drin. So.
Feierabend. Feierabend? Ja. Machen wir morgen weiter? Ich bin kaputt. So, was macht man auch irgendwie immer an den heißesten Tagen des Jahres? Oder vielleicht sind die anderen Tage auch heiß, aber man merkt nicht, dass sie so heiß sind, weil man nicht so rumrampelt hier. So, stopp jetzt. Feierabend. Ladies and Gentlemen, jetzt wird's ernst. Die Latten kommen an die Wand. Ups. Ihr könnt jetzt ausmessen, wo genau die Mitte ist, oder ich mache das nach Augenmaß? Rhetorische Frage. Also so ungefähr ist Bettkastenhöhe, oder? Ein bisschen niedriger noch. Ein bisschen niedriger? Gold wert, aber man sieht es auch kaum, muss man fairerweise sagen. Also man könnte es auch unten und oben nageln, aber dadurch, dass bei uns hier so gut passt, nageln wir es nach unten. Und jetzt müssen wir den perfekten Abstand hinkriegen. Gar nicht so einfach auszutarieren, weil die Latten natürlich nicht perfekt gerade geworden sind. Also du sie gesägt hast. Ja. Used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wandered in there, I've been living down on my knees. I said, come on, lock me up, lights out whenever you want. Phone calls through the glass, waiting for the time to pass. Write me a letter to sign up. Hier noch ein und links brauchen wir mindestens noch 5, 6. Das zieht sich echt einfach ewig. Das hätte ich nicht gedacht, dass man da so lang dran hängt. So, mal gucken, wie wir das machen, dass wir es hochhalten. Also vielleicht kannst du es halten und ich schraube oder umgekehrt. Wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr dieses Glöckchen aktiviert, dann kriegt ihr auch so eine Push-Notification. Da steht dann auch der Videotitel. Also Gästezimmer-Deko kommt auf jeden Fall in nächster Zeit. Dann könnt ihr da gleich reinklicken. Und ja, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir hier noch so an Deko machen. Also es kommt auf jeden Fall noch ein Beistelltischchen, Lampen, Bild. Mal gucken, aber so finde ich es auf jeden Fall schon mal mega geil geworden. Wirkt auf jeden Fall schon mal richtig schön.